So, jetzt machen wir den Einband. Ich habe mir dafür jetzt schwarzes Geschenkpapier zurechtgelegt und Karton zurechtgeschnitten. Der ist so ungefähr 3 mm dick. Und ich habe mir den jetzt zurechtgeschnitten auf 13 mal 12 cm, zwei Stücke. Und dann habe ich noch ein Stück für den Buchrücken und der ist 3,5 cm breit. Auf 12 cm natürlich. Ich brauche dann noch doppelseitiges Klebeband. Das hier ist jetzt Teppichklebeband, das ich beim Teddy gekauft habe. Gibt es auch in jedem Baumarkt. Ja, ich lege mir das jetzt erstmal so zurecht. Und ich achte immer drauf, dass so ein kleines Stück zwischen den einzelnen Teilen ist, damit man das nachher, wenn das Papier drumherum ist, eben entspannt hier so hochklappen kann. Ich habe jetzt hier noch ein Restestück. Und das werde ich jetzt wohl hier so innen reinkleben. Thank you.
jetzt müssen dann noch die Seiten eingeklebt werden, und zwar an dieser Lasche da drin. So, und fertig ist das Mini-Album. Jetzt muss es natürlich noch ein bisschen dekoriert werden. Vielleicht auf den Seiten noch ein bisschen dekorieren, vielleicht im Cover noch ein bisschen innen drin. Und natürlich außen würde ich noch ein bisschen was machen. Aber ich klinke mich jetzt hier aus. Ihr habt jetzt gesehen, wie man so ein Mini-Album macht oder wie man es machen kann. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Möglichkeiten, die Seiten zu gestalten. Und ich will euch da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Wenn ihr bis hierher mitgekommen seid, dann ist es jetzt eure Aufgabe, das Album schön zu dekorieren. Das mache ich jetzt auch. Aber das mache ich für mich alleine, und ihr seht dann irgendwann das fertige Ergebnis von meinem neuen Mini-Album. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch bitte auf Mag ich, den Daumen hoch. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das ja auch noch nachholen. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Außerdem wird es immer wieder mal solche Videos geben. Und es steht auch eine Verlosung an, weil ich mittlerweile 100 Abonnenten auf YouTube habe. Das habe ich ja schon länger angekündigt, wenn eine bestimmte Zahl an Abonnenten da ist, dass ich dann eine Verlosung machen werde. Die kommt dann wahrscheinlich im neuen Jahr. Ob ich es direkt im Januar schaffe, weiß ich noch nicht. Das muss ich mal sehen, wie das mit meiner Zeit hinhaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße vom Nachtäulchen.